Unter ihnen stehen derzeit die wirtschaftliche Rezession und der mit ihr verbundene Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vordergrund. Er trifft unsere Region besonders hart. Denn nach wie vor gibt es ein wirtschaftliches Gefälle in Deutschland, das sich unter den Bedingungen der Rezession verschärft. Deshalb wird in unserer Region auch besonders deutlich nach den Ursachen der Krise gefragt. Gefragt wird auch, ob diejenigen, die an diesen Ursachen beteiligt waren und von hochriskanten Finanzgeschäften auch persönlich profitierten, ob sie nun auch bereit sind, ihr Teil an der Verantwortung für die Folgen zu tragen. Auf manche Signale in dieser Richtung warten wir noch immer. Doch die Verantwortung für die Zukunft, die wir einfordern, reicht weiter. Mich jedenfalls lässt die Frage nicht los, was es für die Altersvorsorge der Älteren und für die Belastung der Jüngeren bedeutet, wenn die Schuldenlast der öffentlichen Haushalte in Deutschland nun bald die Grenze von 2 Billionen übersteigen wird. Unweigerlich drängt sich die Frage nach der Gerechtigkeit zwischen den Generationen auf. Nachhaltigkeit wird zum Maßstab nicht nur für den Umgang mit der Natur, sondern ebenso für den Umgang mit den Lebensbedingungen der nächsten Generation. Die letzte Erinnerung, die ich ansprechen will, geht nur einen knappen Monat zurück. Der Volksentscheid über Religionsunterricht und Ethik in Berlin hat nicht nur unsere Berliner Gemeinden bewegt. Auch in der schlesischen Oberlausitz, wo der sächsischen Rechtslage folgend Religionsunterricht ein ordentliches Unterrichtsfach ist, und auch in Brandenburg, wo immerhin eine Abmeldemöglichkeit vom staatlichen Unterrichtsfach LER zugunsten des Religionsunterrichts besteht, wurde die Entwicklung in Berlin aufmerksam wahrgenommen. Das Thema ist eines der Beispiele dafür, dass wir es in unserer Landeskirche mit sehr unterschiedlichen Bedingungen für das Leben und Arbeiten der Gemeinden und besonders auch mit sehr unterschiedlichen Bedingungen für die Wahrnehmung des kirchlichen Bildungsauftrags zu tun haben. Umso wichtiger ist es, voneinander zu wissen, aufeinander zu hören und einander zu besuchen. In diesem Fall hat nicht nur die ganze Landeskirche das Geschehen aufmerksam verfolgt. Auch jenseits der Grenzen unserer Kirche hat die Berliner Debatte um Ethik und Religionsunterricht ein lebhaftes Echo gefunden. Die Synode der EKD hat das am 2. Mai in folgendem Beschluss verdeutlicht. Und das zitiere ich. Die Synode der EKD dankt allen, die sich beim Volksbegehren und Volksentscheid zugunsten des Religionsunterrichts an den Schulen des Landes Berlin engagiert, beteiligt und öffentlich zu Wort gemeldet haben. Ihr Dank gilt ebenso, gilt insbesondere auch Politikerinnen und Politikern unterschiedlicher Parteien für ihr offenes Eintreten in diese Angelegenheit. Die Synode der EKD nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die vielen positiven Voten zum Volksentscheid nicht das erforderliche Quorum erreicht haben. Sie bekräftigt umso deutlicher ihr Eintreten für den evangelischen Religionsunterricht als ein ordentliches Unterrichtsfach in der Schule. Sie bittet die Landeskirchen, sich mit aller Entschiedenheit für seinen Erhalt einzusetzen und dabei die Religionslehrerinnen und Religionslehrer zu unterstützen. Gerade in unserer Zeit des interkulturellen und interreligiösen Zusammenlebens leistet der evangelische Religionsunterricht einen unverwechselbaren Beitrag zum Bildungsauftrag von Schule. Die Auseinandersetzung mit weltanschaulichen und religiösen Fragen bringt Maße des Menschlichen zur Sprache, die in keinem anderen Unterrichtsfach in diesen auf Identität und Verständigung zielenden Dimensionen zur Geltung gebracht werden können. Fragen nach Wahrheit und Letztbegründung, Fragen nach Orientierung und Wertbezügen gehören in die Schule. Deshalb braucht schulische Bildung den evangelischen Religionsunterricht, so sagt die evangelische Synode, und ich füge hinzu, sie braucht den evangelischen und den katholischen Religionsunterricht, denn das ökumenische Zusammenstehen, es war auch in diesem Fall nicht nur eine besondere Stärke, sondern auch eine besondere Freude. Ein solches Echo tut gut, denn wir selbst müssen einräumen, dass das Ziel, das wir uns gesteckt haben, verfehlt wurde. Einstimmig hat die Synode unserer Kirche Volksbegehren und Volksentscheid unterstützt, bei nur wenigen Enthaltungen. Stark war dann auch das Echo auf das Volksbegehren selbst.
In großer Zahl ließen sich die Menschen dafür gewinnen, durch ihre Unterschrift der Forderung nach einem gleichberechtigten Religionsunterricht Nachdruck zu verleihen. Auch dass unsere Kirche dieses Vorhaben unterstützte, fand zumeist ein positives Echo. Gut wäre es gewesen, wenn das Ergebnis des Volksbegehrens in einen Prozess politischen Beratens und Verhandelns hätte münden können. Dazu gab es keinen Spielraum. Vielmehr änderte sich mit der Vorbereitung des Volksentscheids die Atmosphäre. Die Stimmung wurde eisig, für und wider traten schroff gegeneinander. Das Volksentscheide, die Möglichkeit von nuancierter Auseinandersetzung und Kompromissbildung ausschließen, haben wir dabei auch erlebt. Nun wurde auch der Widerspruch dagegen lauter, dass unsere Kirche ein derartiges politisches Verfahren, das sie nicht selbst in Gang gesetzt hatte, mit Wort und Tat unterstützte. Denn sie wurde hineingezogen in das politische Gegeneinander von Regierung und Opposition, wie in die Kluft zwischen den verschiedenen Teilen Berlins. Bittere Briefe habe ich in diesem Zusammenhang erhalten. Ich habe sie alle aufmerksam gelesen und sie sollen alle eine Antwort erhalten. Die Beschlüsse von Synode und Kirchenleitung waren eindeutig. Trotzdem entspricht es gutem protestantischem Stil, dass auch andere Meinungen Raum erhalten und Gehör finden. Das ist auch in diesem Fall so geschehen. Die Unterdrückung abweichender Meinungen, die uns eingeredet wurde, hat nicht stattgefunden. Es ist ein selbstverständliches Gebot demokratischer Fairness, das Ergebnis zu respektieren. Aber ebenso verdienen diejenigen Dank, die sich über Monate hin für eine Veränderung eingesetzt haben. Viele Menschen haben den gleichberechtigten Unterricht zu ihrem Anliegen gemacht. Sie haben diskutiert und für das ihrer Meinung nach bessere Modell geworben. Die etwa 345.000 Ja-Stimmen sind gemessen an den rund 356.700 Nein-Stimmen eine Minderheit. Gemessen an dem Wahlergebnis der letzten Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2006 handelt es sich jedoch um eine beachtliche Zahl von Wählerinnen und Wählern. Damals wählten rund 471.000 die SPD, 343.000 die CDU, 198.000 die Linke, 178.000 die Grünen. Nur in einem Fall ging also die Zahl der Wähler einer Partei über die Zahl der Befürworter des gleichberechtigten Religionsunterrichts hinaus. Gewiss würden die Vertreter all dieser Parteien ihre Wählerschaft nicht als Randgruppe bezeichnen. Genauso unangemessen war es, wenn das am Abstimmungsabend über die Pro-Rally-Unterstützer gesagt wurde. Nein, es handelt sich weder um eine Randgruppe noch um ein Randthema. Wichtig, dass die Bedeutung von Religion und Ethik für Schule und Gesellschaft an vielen Orten öffentlich und privat diskutiert wurde. Welche Veränderung sich daraus ergibt, wird erst die Zukunft lehren. Schon am Tag nach dem Volksentscheid hat eine neue Debatte über die Qualität des Ethikunterrichts begonnen. Ich selbst war am Tag nach dem Volksentscheid in einer Mitarbeiterversammlung mit Religionslehrerinnen und Religionslehrern zusammen und habe ihnen für ihr Engagement gedankt. Diesen Dank wiederhole ich heute ausdrücklich.